Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Ich hoffe, wie immer, dass es euch wirklich allen wirklich gut geht. Ich muss mal hier oben noch einen Knopf zumachen. Ich bedanke mich für alle neuen Abos und vor allem auch für eure Likes und eure ganz lieben Kommentare. Ich freue mich da wirklich riesig drüber. Ihr gebt mir da wirklich ein bisschen was zurück, so energetisch. Das ist wirklich ganz toll und ich freue mich, wenn ich euch eine Freude machen kann mit meinen Legungen. Für heute habe ich mir überlegt, wir schauen mal, was er denn so denkt, dein Gegenüber oder sie. Ne? Ihr wisst ja, Geschlechter bitte umdrehen, so wie es für euch passt. Was ist denn in den Gedanken los? Womit beschäftigt sich dein Gegenüber, wenn er an dich denkt oder an eure Verbindung? Was ist da los? Also ihr Lieben, lasst uns mal schauen. Was dürfen wir hier wissen? Was ist denn hier in den Gedanken so los? Was ist in den Gedanken los? Womit beschäftigt sich dein Gegenüber, wenn er an dich und diese Verbindung denkt? Was dürfen wir wissen? Oh Leute, hier kommt eine Energie rüber, eine wunderschöne, aber auch eine sehr tiefe und ja, also er ist hier wirklich, also die Überschrift ganz klar hier bei ihm ist, dass sich die Verbindung zu dir hat sich so schnell aufgebaut, er kam so schnell in ein tiefes Gefühl, dass er, ja, wie soll ich sagen, dass er oder sie sich nicht getraut hat, daran zu glauben. Man hatte das Gefühl, das ist zu schnell, zu tief, hier stimmt was nicht. Jemand hat seinem eigenen Gefühl nicht getraut oder hat sich nicht getraut, dort ja einfach ein Vertrauen zu haben, dass das wirklich möglich ist, dass man so schnell, so tief fühlen kann für eine andere Person. Ja, das ist die Überschrift. Kommt hier ganz viel bei mir gerade an. Ich glaube, gefühlsmäßig habe ich hier jemanden, der nicht mit dir zusammen ist, der vielleicht momentan nicht mal Kontakt zu dir hat. Ja? Ich möchte dich nicht loslassen. Ich vermisse es, mit dir zusammen zu sein. Hier vermisst jemand Gespräche mit dir. Hier vermisst jemand vielleicht auch kleine, liebevolle Nachrichten, die ihr euch hin und her geschickt habt, die einfach seinen Tag oder ihren Tag versüßt haben. Ne? Es kam sehr viel Liebe, sehr schnell, sehr viel Liebe durch bei euch beiden. Ja? Jemand vermisst einfach dieses Unbeschwerte mit dir. Jemand vermisst deine liebevolle Art, deine liebevollen, vielleicht einfach nur nachfragen, hey, wie geht's dir denn heute? Jemand vermisst, dass du ihm schreibst oder ihr schreibst, was du gerade tust, was du heute vorhast. Und wenn von deinem Gegenüber darauf nicht immer, ja, vielleicht kam bloß ein Daumen hoch zurück oder ein, oh, schön, viel Spaß, was bei dir vielleicht ankam, wie, ja gut, das interessiert ihn nicht, hat wenigstens hat er geantwortet, für dein Gegenüber, hat das etwas ausgemacht? Hat ihm den Tag versüßt? Hier hat jemand seinen Gefühlen nicht getraut, nicht auf sein Bauchgefühl, nicht auf sein Herz gehört. Ja? Jemand war hier sehr im Kopf. Ne? Ui. Ich fühle eine schwere Energie, eine traurige Energie, eine. Es ist so eine Energie von, warum habe ich es nicht gecheckt? So kommt es mir durch. Ne? Warum habe ich es nicht verstanden? Und ja, ich habe einfach
nicht erwartet, so schnell so tiefe Gefühle zu dir zu entwickeln. Ja, das haben wir hier zweimal zu liegen. Ja. Was hier zwischen euch begonnen hat als, ja, einfach als ein ganz leichtes Kennenlernen erstmal vielleicht, ne? Man hat sich vielleicht attraktiv gefunden und ein bisschen hin und her geschrieben, ne? Das hat aber sofort Zoom gemacht, ne? Schon beim ersten Blick, den ihr euch beide zugeworfen habt, hat es hier extrem geknistert. Und seitdem bist du ihm oder ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und das Gleiche ist auf deiner Seite passiert. Ihr habt es beide gespürt, dass da etwas passiert ist, was ihr vielleicht vorher noch nicht erlebt habt. Dass man so schnell so tiefe Gefühle hier entwickeln kann, ne? Hier liegt auch jemand, der hat vielleicht den Glauben in die Liebe schon ganz verloren gehabt. Ja? Vielleicht jemand, der ganz zugemacht hat und gesagt hat für sich, mir passiert das eh nicht mehr. Ich habe ja oberflächliche Flirtbeziehungen, da fühle ich mich eine Weile mit gut. Jemand hat einfach nicht damit gerechnet, hier so viel Gefühl für dich zu entwickeln. Man hat nicht damit gerechnet, sich so schnell in dich zu verlieben. Jemand fühlt sich leer ohne dich, ohne deine Kommunikation, ohne deine Nachrichten, ohne etwas von dir zu sehen, zu hören, mit dir zu sprechen. Man fühlt sich leer, etwas fehlt. Ja? Jemand geht seinen Weg weiter, seinen Lebensweg, aber etwas fehlt. Und das brennt im Herzen, das kam mir jetzt hier gerade so durch. Er hat ein Brennen auf dem Herzen, etwas fehlt. Du fehlst. Ich fühle mich leer ohne dich. Ja, und er sagt hier ganz klar, oder sie, dein Gegenüber, ich bin immer für dich da. Hier ist jemand noch da, jemand ist energetisch auch noch bei dir und du spürst das auch. Ja, hier liegt, ich sag mal so, von den Karten her könnte man wirklich sagen, das ist hier so eine typische, wir wollen es ja nicht aussprechen, ne, weil Liebe ist einfach Liebe, ne? Aber hier ist was passiert, die eine Seite, und ich denke, das wirst du sein, hier in diesem hat es sofort verstanden und die andere Seite hat sich nicht getraut, daran zu glauben. Hat sich nicht getraut, daran zu glauben und das hat dazu geführt, dass ihr hier ja, euch vielleicht getrennt habt, dass du, wie gesagt, das Schluss, vielleicht auch er gedacht hat, euch zieh mich hier zurück, das kann ja nicht sein. Und jetzt bist du weg. Jetzt habt ihr keinen Kontakt und jemand vermisst dich hier sehr. Dein Licht, jemand vermisst dein Licht, deine liebevolle, freie Art. Ja, das ist das, was mir hier durchkommt. Was man an dir vermisst, ist diese Unbeschwertheit, dieses, wie du dein Leben genießt, was du tust. Das durfte er sehen und miterleben. Ja, du hast ihn dran teilhaben lassen an deinem Leben. Und das war für ihn einfach wunderschön zu sehen, wenn du vielleicht gepostet hast, du sitzt auf deinem Sub, ne, auf dem See und paddelst da lang hin, dann hat er sich gefreut und vielleicht hat er dir nur einen Daumen hoch oder ein Herz geschickt und hat gesagt, oh toll, viel Spaß. Und du hast gesagt, ja toll, viel Spaß. Ja. Aber für ihn war das wirklich, wirklich, wenn er das sich angeschaut, er hat sich dir sehr nah gefühlt in diesem Moment, in diesen Momenten. Oh, ich fühle mich leer ohne dich. Jemand ist noch da. Jemand ist noch da und du rechnest da vielleicht gar nicht mehr mit. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas beendet wurde von euch beiden, von dir, von ihm, wie auch immer. Dein Gegenüber ist noch da und fühlt sich leer. Ja, als ob man ihm etwas genommen hat auch. Ne? Ich lege da. Es ist eine, ich sag mal, es fühlt sich an schwer und traurig, aber auch frei. Also er lässt das Gefühl, sie lässt das Gefühl zu. Es ist nicht so, dass er das weiter oder sie weiter wegschiebt von sich, sondern man, ich wollte fast sagen, man ertrinkt hier im Gefühl, aber man lässt das Gefühl zu, weil man weiß, es ist echt und es ist da und man schiebt es nicht mehr weg. Das heißt, er erlaubt sich, ja, dein Gegenüber oder sie,
erlaubt sich jetzt hier ganz ehrlich tief zu fühlen, dass hier etwas ist und dass man dich vermisst. Und es tut weh, aber es ist auch ein freies Gefühl, weil er zum ersten Mal sieht oder sie zum ersten Mal zulässt, das zu fühlen. Ja, was man vorher vielleicht weggeschoben hat. Man ist noch da, man ist ganz nah bei dir und energetisch wirst du das auch spüren. Ne? Das kann auch wieder sein, dass du irgendwelche Zeichen erhältst. Ne? Sowas liegt hier auf meinem Tisch. Jemand hat dich nicht losgelassen und jemand kann dich auch nicht loslassen. Ne? Selbst wenn ihr in diesem Leben vielleicht nie wieder die Chance habt, zueinander zu finden, lässt diese Person dich hier nicht los. Du bist da, du gehörst zu seinem Leben. Und wenn es nur ein Abschnitt war, du bleibst bei mir. Das kam mir durch. Jemand vergisst dich nicht. Ja, das ist hier... Ja, Schatz der Erinnerung. Man vergisst dich nicht. Ich sag das gerade. Ja, man sitzt hier wirklich vielleicht als Junggeselle, als Junggesellin abends im Zimmer, hört Musik und träumt von dir. Man stellt sich vor, wie es vielleicht wäre, sich wieder mit dir einfach zu schreiben. Das wäre schon der Jackpot, ne? Nicht mal unbedingt nur das Treffen, sondern einfach wieder teilhaben zu dürfen an deinem Leben. Das wäre hier schon der Jackpot für dein Gegenüber. Dich zu sehen wieder, vielleicht hast du ihn oder sie auch blockiert. Ne? Einfach etwas von dir zu sehen, das wäre ein Riesengeschenk. Ja, man erwartet hier ja Tag und Nacht. Tag und Nacht denkt man hier an dich. Also nicht nur Nacht, sondern auch am Tage denkt man an dich. Es gibt auch viele Dinge, die dein Gegenüber an dich erinnern. Ja. Ja, es kommt mir gerade so durch, wenn einige von euch vielleicht das Gegenüber hier blockiert haben, sodass nichts mehr zu sehen ist. Ne? Wenn diese Blockade aufgehoben werden würde und man dürfte wieder etwas von dir sehen, man sieht hier nichts mehr von dir, man vermisst so unheimlich, vielleicht auch dein Gesicht zu sehen oder zu sehen, was machst du gerade, geht es dir gut auch, ja? Ich will nicht sagen, dass hier jemand ganz schlimm leidet. Ja, ich sage, es ist eine freie Energie. Es ist, als ob er endlich oder sie endlich das Herz aufgemacht hat und einsieht oder verstanden und gefühlt hat, mit dem Verstand und mit dem Herzen gefühlt hat, dass hier wirklich was da ist. Und selbst wenn hier keine Verbindung, keine Beziehung, ja, auf dieser Ebene, auf dieser Welt hier stattfinden darf, wovon diese Person hier ausgeht, wäre hier ein großer Wunsch, einfach etwas von dir sehen zu dürfen. Das würde schon reichen. Oh, es würde diese Person schon glücklich machen, einfach nur etwas von dir sehen zu dürfen. Einfach nur vielleicht, und wenn es nur einmal im Jahr ist, von dir was zu hören. So eine Liebe. Ja, das ist eine bedingungslose Liebe. Jemand ist hier nicht in diesem, ich muss sie unbedingt haben, sondern jemand weiß ganz friedlich in seinem Herzen, diese Frau, diesen Menschen liebe ich und werde ich für immer in meinem Herzen behalten. Oh, Leute. Und vielleicht weißt du davon nichts oder du traust dich gar nicht daran zu denken, ne? Meine Lieben, jetzt muss die Toni erstmal, glaube ich, einen Kaffee trinken. Ja, also ich war jetzt hier wirklich sehr nah bei deinem Gegenüber und ich spüre es immer noch. Eine friedliche, tiefe Liebe. Jemand hat es begriffen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, dass hier was Echtes ist. Jemand ist aber hier... Ich sage es ganz klar, nicht bereit, und das klingt jetzt negativ, meine ich aber gar nicht so, hier auf dich zuzugehen. Man hat irgendwie das Gefühl, als ob du ihn oder sie einfach aus dem Leben raus, aus deinem Leben gestrichen hast und jemand möchte deinen Frieden nicht stören. Weil, wir haben hier noch die Karte. Ich habe dich verletzt, ich weiß es. Und ich möchte dich nie wieder verletzen. Hier liegt jemand, der eine Chance verletzt.
verpasst hat, vielleicht auch nicht nur eine. Ja, ich habe eher das Gefühl, das ist hier schon zwei, dreimal, gab es hier die Möglichkeit für euch tiefer zu gehen. Er hat es nicht gecheckt, sie hat es nicht gecheckt. Man weiß es jetzt und aufgrund dessen, dass diese Person auch weiß, dass man dir wehgetan hat. Wie soll ich das sagen? Traut man sich nicht oder man verbietet sich selber. Man verbietet sich selber nochmal auf dich zuzukommen und in diesem Fall nicht aus Angst, dass du das nicht annehmen würdest, sondern einfach um dir deinen Frieden zu geben und ein kleines bisschen straft sich hier jemand selbst. Da gibt es hier nicht mehr zu sagen. Ich lasse es so liegen, wie es hier ist. Bei mir ging es ganz tief rein. Ich drücke euch ganz fest, energetisch natürlich. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.